Morgen. Ah, Groß. Morgen. Groß, werter Doktor. Da sind Sie ja. Ja, da bin ich. Was macht heute das liebe Knie, Professor? Ach, danke. Danke, danke. Wenn ich erst 3 bis 4 Hektoliter von diesem herrlichen Schwefelzeug intus habe, dann werde ich da wohl auch wieder geschmeidig. Also, Prosit. Wohl. Was machen Sie denn heute Abend? Ach Gott, Sie wissen ja, was man hier schon machen kann. Die Operette in unserem Kurtheater habe ich schon 3-mal hinter mir. Und den sauren Wein im Bäckers Weinstuben vertrage ich nicht. Kommen Sie doch ein bisschen mit ins Spielcasino. Ach, das interessiert mich nicht sehr. Na nu, unser Sprudel ist doch für die inneren Organe. Haben Sie da noch nichts für Ihr Herz gefunden? Ah, wissen Sie, was man hier findet, würde ich nicht einmal meinem Todfeind gönnen. Einen Augenblick, Professor, würden Sie so lieb sein. Verzeihung, gnädiges Fräulein, darf ich Sie auf etwas aufmerksam machen? Bitte? Auf mich. Wie originell. Darf ich Sie auch auf etwas aufmerksam machen? Oh, das wäre reizend, gnädiges Fräulein, aber bitte sagen Sie jetzt nicht, dass ich ein arroganter Flegel bin, das stimmt nämlich wirklich nicht. Das interessiert mich auch nicht. Ich wollte Sie nur darauf aufmerksam machen, dass ich die silberne Medaille in Jiu-Jitsu habe. Diesen japanischen Ringkampf. Bleiben Sie gesund. Oh. Nur die Modezeitung und die Dings da für die Straßenbahn. Ich muss nämlich heute noch in die Stadt. Und abends bringen Sie mir die Bühnenblätter ins Theater. Jetzt hat er richtig. Ja, Kinder, das machen wir schon. Sie, was machen denn Sie in meinem Laden? Was treiben Sie denn da? Gar nichts, glaube ich, entschuldigen Sie vielmals, es war nur ein harmloser Spaß. Ein Spaß? Ja, aber Sie lachen kann über den gar nicht. Schaut Sie, es handelt sich um die junge Dame, die da eben weggelaufen ist. Wer ist etwas? Na, Sie kennen sie. Ich? Sie ist doch beim Theater, ja? So. Na, geben Sie schon zu. Schauen Sie, ich möchte doch nichts Böses, ich will doch nicht. Ich weiß schon, aber das gibt's nicht. Dazu ist mir das Fräulein Barbara viel zu schon. Außerdem will sie gar nichts wissen von Ihnen. Selbst wenn Sie ins Theater gehen möchten und sich nach dem Fräulein Barbara Lenz erkundigen... Barbara Lenz, mehr wollte ich gar nicht wissen. Ich danke Ihnen schön. So, und jetzt verkaufen Sie mir die Bühnenblätter. Oh, ich habe die Ehre, Herr von Renner. Bitte, ich habe hier noch ein sehr nettes Platz. Da. Sagen Sie bitte, Herr Modemeyer. Ist der Haberkorn schon zu sprechen? Nein, aber er muss jeden Moment da sein. Ah. Herr Haberkorn arbeitet noch. Fische. Oho, oho. Hohe. Peppi? Du Pepperl, es ist 4 Uhr. Ich glaube, du musst jetzt raus, grüß Gott sagen. Ja, gleich. Nein. Du hör mal, wegen dem Jubiläum da. Wir könnten doch jedem Angestellten ein Glas Sherry ausschenken. Ja, ist das recht? Und Nachtmahl kriegen sie dann auch. Ja, und dann legt jedem noch ein Goldstück unterm Teller. Ein Goldstück? Sehr hübsch. Oh. 5 Goldstücke wären noch hübscher. Ein Taler wird jeder kriegen, damit du deinen Willen hast. Was hast du gesagt, mein Hassel? Gewiss nicht. Du wirst es schon richtig machen. Das glaube ich auch. Und du bist nicht schlecht damit gefahren seit 25 Jahren. Tja, ja. Wenn ich nicht immer gewesen wäre und gebremst hätte, mein kleiner Schnurpfeifer, wo wärst du da mit deiner ganzen Fantasie? So darfst du nicht mit mir reden, so nicht. Vielleicht hätten wir nicht nur das Caféhaus hier, vielleicht hätten wir ein Etablissement, ein Haus von Weltruf, ein Varieté, ein Theater, ein... Ein Zirkus! Ein Schwarm hätten wir. Ich würde noch hinter der Kasse sitzen und du vor dem Backofen stehen. Na, und das schöne Schlösserl da draußen hätten wir uns auch nicht kaufen können. Nicht streiten, Hansi, nicht streiten. Hast's mir für heute versprochen. So. Und jetzt mach, dass du rauskommst. Ach, ist der angefangen, ist der angefangen, meine Feier, ist der angefangen.
Oh, Christian, die Dame, Christian, die Dame. Oh, Frau Hohenbach. Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Wie das schöne Jubiläum. Gibt Ihnen wohl viel Arbeit? Na, es ist ja nur alle 25 Jahre einmal. Aber wie am ersten Tag, nicht verändert. Das Kompliment darf ich Ihnen zurückgeben, Exzellenz. Schmeichler. Also weiter viel Glück, Dank, Herr Dank. Christian, mein Herr, Christian, vielen Dank, meine Herrschaft. Christian, meine Frau, Christian. Na, mein lieber Modelmeier, alles im besten Ausgang. Christian, die Frau, bitte, die Frau. Platz zu nehmen, Frau Christian, der Ingenieur. Oh, meine Herren, das freut mich, aber Sie haben doch nicht. Darf ich mich einen Augenblick zu den Herren setzen? Aber bitte, bitte, mein lieber Herr Haberkopf. Wer seit 25 Jahren mit so viel Würde seinen Mitmenschen das Leben versüßt, ist uns immer willkommen. Immer geistreich, Herr Doktor. Das tut mir wohl. Was ich Sie... darf ich Sie etwas fragen, meine Herren? Ich habe nämlich wieder einmal ein Gedicht geschrieben. Na, ganz ein kleines nur. Es fehlt mir bloß ein Reim. Vielleicht kennen wir die Herren ein bisschen aushalten. Nein, nicht wahr? Darf ich es vorlesen? Ihr habt es zufällig bei mir. Darf ich es vorlesen? Natürlich. Das Gedicht heißt An eine Fremde von Josef Haberkorp. Du saßest an dem Marmortisch. Da sah ich dich. Da sah ich dich. Und wie ich dich so sitzen sah, da warst du meinem Herzen nah. Du stille, fremde, hohe. Bitte, meine Herren, was reimt sich auf hohe? Ich meine, sonst hohe. Ist es doch hübsch, das Gefühl. Ja, das meine ich. Ja, ja, ja. Hohe, zur, durchhohe, hohe, hohe, hohe. Wissen Sie was, meine Herren? Ich lasse Ihnen eine Flasche Gumpholzkirchner bringen, da wird Ihnen bestimmt was einfallen. Ja, bin gleich wieder da. Martin, eine Flasche Eins an den Tisch auf meine Rechnung, ja? Bis gern, sehr wohl. Meine Feier. Ah, lieber Haberkorn. Dann, lieber Haberkorn. Lass mich kalt machen. Architekt Vorbis, Fräulein Barbara Lenz. Hallo, ich kenne dich ja ohnehin. Ja. Also, lieber Haberkorn, gratuliere herzlich. Danke vielmals, lieber Herr Benner, ich bin ganz gerührt. Es sind mir heute aus allen Teilen der Bevölkerung. Aber ich rede denn davon. Ich rede doch nicht zu Ihnen als Zuckerbäcker, ich rede doch zu Ihnen als Kunstmensch. Julius, es ist wirklich unausstehlich. Nein. Ich wünsche Ihnen herzlich Glück und Segen. Dann tausend Dank. Keine Gefühlskisten. Als Mensch und Regisseur muss ich Ihnen sagen, an die Arbeit, los. Geh mal an die Arbeit, aber bitte, meine Herren. Da geh mal rauf. Aber leise, meine Herrschaften, leise, dass bloß meine Frau nichts merkt. Ich habe Ihnen gesagt, ich verliere und jetzt sollen Sie auch wissen, warum. Herr Borodis, die Zähne bitte, ja? Barbara, mein Kind, sei so gut, geh auf die Bühne. Warum? Wegen der Akustik, liebe Dame, ist ja alles eminent wichtig. Kommen Sie mal her. Noch, was sagen Sie dazu? Was sagen Sie? Welch? Ah, das Beste vom Besten. Die Wände matt, silber und rosa, indirektes Licht. Das ist aber schön. Also ich muss sagen, Herr Borodis, Sie haben sich selbst übertroffen. Nur eins, meine Herren, rosa mag ich gar nicht. Vielleicht... Nehmen Sie blau oder hellblau, kann ja auch himmelblau sein. Warum ist blau? Blau geht auch. Ja, ja, blau geht auch, natürlich. Wie lange soll ich denn hier noch warten? Ruhe bitte, hier bin ich der Regisseur. Aber bitte machen Sie doch keine solchen Spompanadeln. Lassen Sie doch das arme Mädel wirklich nicht so herumstehen. Lieber Herr Haberkorn, mischen Sie bitte nicht in meine Kompetenzen. Bitte nicht in meine Kompetenzen. Gewiss, Sie sind das Spiritus Rector, wird gar nicht durchstritten. Sie haben das Geld gegeben, beziehungsweise Sie wollen es geben. Sie haben ein Singspiel geschrieben, nicht einmal unbegabt. Gewiss, aber wir müssen erst noch was draus machen, nicht wahr? Sie haben mich als Regisseur engagiert. Wacker, wacker. Herr Borodis macht aus Ihrem Ziegenstall hier ein sauberes Theater und Barbara wird unter Umständen sogar möglicherweise hier als Diva geboren. Aber ich habe ja gar nichts gesagt. Ja, ja, was man nicht gut sagen kann, das deutet man durch Gesten an. Das kenn ich. Barbara steht auf der Bühne, weil ich die Akustik ausprobieren muss. Barbara, mein Kind, sei so gut und sing das Auftrittslied aus Haberkorns falscher Gräfin. Ganz blödsinnig, jetzt gibt es nicht. Ich spiele aber nur ganz leise, damit es keiner merkt. Sie werden den Piano steht leise spielen und Sie spielen laut, wenn vorne steht. Wie ist der Komponist? Vorab, das sind Sie. Dann fangen Sie an. Wenn ich mich zu einem Thema äußere, das man sonst diskret. Wenn es sich um junge Damen handelt, meistens übergeht. Müssen Sie mir schon verzeihen, soll ich etwas offen sein? Aber schließlich kann ich sowas nur erklären, wenn ich dabei ehrlich bin. Man kann die Männer nie so ganz durchschauen, man kann den Männern nie so ganz vertrauen, weil es keinen gibt, der ewig treu.
deuten kann, denn schließlich wäre dann kein richtiger Mann. Ja, der eine sieht ganz still und harmlos aus und stellt sich dann als Casanova auf. Jedoch der andere, der so tut, als ob, ist genau das Gegenteil, er enttäuscht stets alle Frauen. Und zwar gerade darum, weil, man kann die Männer eben nie durchschauen. Danke, genügt mir, danke schön. Sagen Sie, Borodis, glauben Sie, dass wir ohne Schallwellenbrecher auskommen werden? Aber ja. Da sehen Sie, das ist doch nicht zu fassen. Das sind doch mindestens 5-6 Mille. Da sehen Sie, was ich Ihnen für Geld erspare. Da brauchen Sie sich gar nicht so zu spreizen. Das gehört ja zu Ihrer Pflicht. Und Sie, Herr Architekt, ich möchte gern, dass Sie mir bald mal Rechnung legen. Aber bitte sehr, jederzeit. Für den Zuschauerraum ist alles da, da hat das Geld gereicht. Jetzt kommt die Bühne. Und als Mensch und Regisseur sage ich Ihnen, geben Sie noch 20-30 Mille. Halt! Was wird hier gespielt? Die falsche Gräfin. Was soll denn das heißen? Ja, ist ein blödsinniger Titel, das finde ich auch. Aber Egard hat geschrieben, hat's Kompo und auch finanziert. Mein Fräulein, Ihr Lachen missfällt mir. Ich weiß ja nicht, was Sie mit meinem Mann vorhaben, aber jedenfalls, ich bin dagegen. Das dürfen Sie nicht. Das ist doch einmalig. Das ist ja lauter Todeskapital so. Als Geschäftsfrau müssen Sie... Als Geschäftsfrau muss ich Sie jetzt bitten, mich mit meinem Mann allein zu lassen. Ich wollte dich überraschen, aber du lässt es ja nie so weit kommen. Hier wollte ich den Musen einen Tempel bauen. Gab es einen schöneren Tag hierfür als den Jubeltag unserer Kaffeesiederei? Unten Kaffee und Kuchen, oben die Kunst. So habe ich es mir erträumt. So. Ich will dir mal was sagen. Du bist ja total verrückt. Lass das. Immer nur nörgeln, immer nur kritisieren. Alles schlecht finden, das kann jeder. Aber jetzt ist genug. Das Theater wird gebaut und damit basta. Und wo nimmst denn du das Geld her, mein Herzl? Ach, das braucht nicht deine Sorge zu sein. Es ist aber meine Sorge. Ich kenne ja deine Fantasien und habe vorgebaut. In allen geldlichen Fragen, das weißt du doch, bestimme ich. Wir sind aus einer Kaffeesiederfamilie seit 50 Jahren und anständige Leute. Für so einen Firlefanz gibt es keinen roten Heller. Auf Wiedersehen, die Herrschaften. Auf Wiedersehen. Oh nein, so nicht. So ganz bestimmt nicht. Ich lasse mir meine Ahle nicht zertrampeln. Du hast auf Wiedersehen gesagt. Ich habe. Dann hör einmal ganz genau zu. Du hast auf Wiedersehen gesagt, aber auch zu mir. Es ist aus, alles aus, ich gehe mit euch. Ein schönes Jubiläum. Herr Doktor! Oh, Professor! Sie sind hier! Ich dachte, das Casino interessiert Sie nicht. Bisschen Zeit verbleiben, Professor. Aha. Wissen Sie, sagen Sie, könnten Sie mir ein bisschen helfen? Ich kenne mich nämlich nicht sehr genau aus. Ja, aber furchtbar gern tue ich das. Zunächst einmal haben Sie Jetons? Was? Jetons, ja, Geldersatz in Elfenbein. Ach, spiel mal. Jetons, ja. Also dann bitte zücken Sie Ihre Brieftasche. Und hören Sie mal, habe ich neulich eigentlich recht verstanden? Versicherungsmathematiker sind Sie, stimmt das? Ja, warum? Da wollen Sie wohl der Spielbank hier mit Ihrer Wahrscheinlichkeitsberechnung zu Leibe rücken, wie? Naja, wissen Sie, Professor, das gehört eigentlich nicht direkt in die Belange eines Versicherungsmathematikers, aber ich werde tun, was ich kann. Also dann rein ins Vergnügen. Na, lieber Doktor, wie wär's denn, wenn wir unser Glück probieren? Entschuldigung. Schön, bis das Theater anfängt, aber lassen Sie mich nicht allein. Oh, ja. Hallo. Ach, das ist ja wunderbar. Wir werden gerade zwei Plätze frei. Bitte kommen Sie. Setzen Sie sich. So. Bitte. Bitte sehr. 35. Bitte. Sagen Sie. Ja, warte mal, ich hab's doch gewusst, mein Gott. 22. 22. 9. Ich hab mich geirrt. Heute ist der 21. Nichts mehr, bitte. 22 Schwarzbärnchen. Ach, ja, Farbe. Bravo. Ihre Einsätze, bitte. Das Ganze auf 21. Ja, ja. Maximum 500 auf 21, Mann. 500 auf 21. Das geht. 500 auf 21. Ja. 18, 28. 20.
Nichts mehr, bitte. 21, fair und fair. Das ist doch nicht möglich. Es geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Das nenne ich Glück. Wieder gewonnen. Nein, das ist ein Geheimnis. 100 Meter Schuss. Wort. Ein Pferd. Ja, Einsätze bitte. So, jetzt machen wir es einmal anders. Null soll eine großartige Zahl. Aber nicht doch null. Zero. 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 Ach, wenn das so gut geht. Nichts mehr bitte. Zero. Jetzt mache ich aber bald Schluss. Aber Robin, jetzt muss ich gewinnen. Verzeihung, mein Herr. Nur der Wissenschaft halber, habe ich recht, Sie spielen nach dem Van-Deckerschen System. 777. Oder? Nein, mein Herr, ich habe meine Spezialmethode. Aha. So, so. Interessant. Aber wenn Sie glauben, danke. 7. Ja, also 7. 7. 7. 6 mehr, bitte. Na, da haben Sie ja was Schönes angestellt. Die Bank gesprengt. Ihre Mitspieler werden von Ihnen träumen. Die Bank muss sich neues Geld besorgen. Wirklich allerhand. Arme, arme Bank. Haben Sie das Casino direkt, das ich erschießen muss? Nur wenn er mehr solche Gäste hat wie Sie. Bitte das Plan, oder? So, allerhöchsten Zeit, lieber Professor, lassen Sie sich nicht stören. Aber du, wir sind ja gerade im Zuge. Ein interessanter Mensch, dieser Doktor, nicht wahr? Ja, so. Und er spielt doch nach dem Van-Deckerschen System, natürlich mit eigenen Kombinationen. Für Svoronzev spielte so in Monte, anno 97. Ja, wer das System beherrscht, hat ausgesagt. Also ich sage nur, das ist ein ganz raffinierter Spieler. Ein Berufsspieler. Ich kenne ihn doch schon lange. Wirklich? Ach, System, Berufsspieler, ist doch alles Unsinn. Mathematiker. Ja, na, was haben wir denn gesagt? Das ist ein Mathematiker. Kinder, Kinder, wie haltet ihr denn das aus? Müsst ihr ja jeden Tag vom Kurs ansagen. Heute haben Sie gewonnen, morgen gewinnt die Bank, mein Herr. Bei mir wird die Bank kein Glück mehr haben, einmal und nie wieder. Oh, einmal und immer wieder, sagen wir aus Erfahrung. Darum auf Wiedersehen, mein Herr. Mein Kompliment. Verzeihen Sie, mein Herr, dürfte ich Sie vielleicht um eine Auskunft bitten? Bitte schön, wenn nur des Interesse halbers, sagen Sie, nach welchem System spielen Sie eigentlich wirklich? Berufsgeheimnis. Haben wir uns nicht schon einmal in Monte Carlo gesehen? Oh, Gnefer, da wollte ich schon immer gern hin. Leider, ich bin zum ersten Mal in meinem Leben im Spiel. Entschuldigen Sie, bitte. Ja, ich wünsche Ihnen einen recht guten Abend. Welche Rolle spielt denn eigentlich das Fräulein Barbara Lenz? Ach, die Rolle spielt keine Rolle von der Lenz. Ein Sätzchen in Ehren, eine sogenannte Anfängerin. Ja, ist sie schon auf der Bühne? War. Schon vorbei. Ich habe nichts verzeihen. Der Clou kommt erst im zweiten Akt. Also bitte, dann. Halt, wo wollen Sie? Was wollen Sie? Erlauben Sie mal. Ich erlaube gar nichts. Was haben Sie hier zu suchen? Was haben Sie hier verloren? Gar nichts. Also bitte stört die Vorstellung nicht. Verzeihen Sie, ich möchte nur mal ganz kurz das Fräulein Barbara Lenz sprechen. Herren, soll Ihr finanzieller Schaden nicht sein? Herren, Besucher in den Garderoben hat es noch nie gegeben. Das gibt's nicht. Also, schön, dann übergeben Sie das. Das. Und das. Also gut. Ausnahmsweise. Warten Sie hier.
von dem Todes noch gedacht, hab ich dich aufs Schloss gebracht. Im Galopp, fährt es schlimm. Ach, das ist schon. Ja, da bin ich. Hier haben Sie das. Das. Die Zeitung habe ich abgegeben. Hier ist das Geld dafür. Wollen Sie es nicht? Danke sehr. Sie. Ich kann nur eines sagen. Ich werde das Fräulein Lenz wieder. Ich werde Sie nichts sagen. Hallo. Hallo. Herr Doktor. Herr Moment. Hallo. Hallo. Hallo? Der hat schon wieder aufgehängt. Was soll ich sagen? Ja, der ist heute früh schon so oft angerufen worden. Aber weil der Herr vielleicht warten will, bitte, dort sitzen schon ein paar Herrschaften. Danke. Gut. Ich möchte bitte Herrn Dr. Heil sprechen. Ja, ja. Mein Name ist Haberkorn. Herrn Dr. Heil, ja, ja. Ah, da kommt er gerade. Oh, Herr Doktor, Herr Doktor, jetzt weiß ich es wieder. Es war ein Virus. Sie waren so liebenswürdig, mir die Regeln Ihres Systems erklären zu wollen. Doktor. Erinnern Sie sich nicht mehr. Leider reißen Sie ab, bitte sagen. Verzeihen Sie, Noch nie in meinem Leben habe ich so fabelhaft das Kassensystem spielen sehen. Mach einen Vorschlag. Halbe, halbe. Ja, aber wieso kommen Sie jetzt da? Halbe, halbe. Hören Sie mal, unterbrechen Sie mich. Herr Doktor, Herr Doktor, Sie sind ein Mensch. Ich bin auch ein Mensch. Nichts Menschliches ist uns fremd. Ich habe Sie genau beobachtet. Sie haben mein Herz. Sie gehen ran. Sie sind genau das, was ich brauche. Ich bin genau das, was Sie brauchen. Ja, ja, Ihr System, das ist solide. Das ist durchdacht, Herr Doktor. Das ist, wissen Sie was? Um Gottes Willen. Lassen Sie mich in Ruhe. Herr Doktor, ich weiß, man spricht nicht gern von solchen Sachen, aber als Mensch zu Mensch, ich bin gekommen, um Ihnen ein Geschäft vorzuschlagen. Ich will gar kein Geschäft machen, lieber Mensch. Hören Sie zu, ich bin Kurgast hier, ich möchte meine Ruhe haben. Und wenn ich noch einmal jetzt das Wort System höre, Herr Doktor, bitte lassen Sie mich doch aussprechen. Dann passiert ein Unglück. Es ist doch so maßlos wichtig. Für Sie, für mich nicht. Sie, Herr Portier, das geht nicht. Halten Sie mir die Leute vom Leib, sonst werde ich zur Selbsthilfe. Herr Doktor, ja. Darf ich mir eine Frage erlauben? Bitte. Nicht für mich, für meine Frau. Ja. Spielen Sie wirklich nach einem System? Jetzt habe ich aber genug. Machen Sie mir meine Rechnung fertig, ich ziehe aus von hier. Was hat er gesagt? Er zieht aus. Dann war alles umsonst. Ja, ich bin froh. Der Architekt scheint doch ein ganz geschickter Mann zu sein. Ich hatte schon gefürchtet, er würde die Kostüme für die falsche Gräfin in die Stadt schicken. Guck mal, ist es nicht schön? Na, bezaubernd. Was ist los? Was hat er gesagt? Was geht's? Es ist aus, alles aus. Er hat mich gar nicht angehört, er zieht weg, weit weg. Diese Spielernaturen sind unberechenbar. Weshalb denn? Wozu? Sei doch mal ruhig. Da haben Sie doch wieder alles falsch gemacht. Wenn man nicht alles selber macht, dann klappt überhaupt nichts. Passen Sie mal auf. Sie sind mehr Idealmensch, ich bin mehr Psychologe. Aus diesem Grunde gibt's nur eins, nachdenken. Also, wenn ich meine Ansicht sagen soll, dann... Er denkt nach, stören Sie ihn nicht. Vielleicht kommt dabei was Gutes raus. Wenn ihr euren Werner nicht hättet. Also, als Mensch und Regisseur muss ich euch sagen, gerettet. Wirklich? Das, das. Wer denn jetzt wieder kommen? Ich stelle jetzt. Also, was brauchen wir ein System nachmachen? Das können wir doch viel einfacher haben. Er muss uns beteiligen, ob er will oder nicht. Wieso? Wir gehen mit ihm ins Casino, wir setzen wie er und fertig ist der Mann. Das ist ja großartig. Das ist ja das Schwert des Kolumbus. Also aufgepasst, ich nehme jetzt die Sache mal persönlich in die Hand. Ich werde mich dem Herrn nähern, das heißt, ich bringe ihn her, nicht wahr? Tot oder lebendig, dann werden wir ja sehen. Jeder von euch kriegt eine Rolle, Sie auch, Haberkorn. Ungestört sind wir hier? Ja, ich bin hier ganz allein. Das Personal ist in der Stadt. Die Leute kommen ja nur raus, wenn meine Frau da ist. Aufgepasst, folgendermaßen. Verzeihen Sie, ist die Zeitung frei? Nein. Dankeschön. Na und, weiter? Wie bitte? Na, fragen Sie doch. Bitte? Lieber Herr, ersparen Sie sich die Umwege. Sie wollen doch wissen, ob ich ein System habe und wenn ja, was für eins und ob Sie sich daran beteiligen können. Ich verstehe Sie gar nicht. So, Sie verstehen. Sie kommen so ganz ohne jede Absicht zu meinem Tisch. Oder wären Sie der Erste an diesem heutigen merkwürdigen Morgen, der nichts von mir wollte?
Ich erinnere mich nicht, mein Herr, Sie um Ihre Konversation gebeten zu haben. Und gestehe Ihnen, dass ich nicht ohne Absicht an diesen Tisch gekommen bin. Ich hatte die Absicht, hier in Ruhe meine Zeitung zu lesen. Na, machen Sie doch keine Witze. Wohl etwas im Ton vergriffen, wie? Ja, dann verzeihen Sie, dass ich Sie noch einmal störe. Ich muss Sie sehr um Entschuldigung bitten. Ach, wo ist längst der Lächeln? Nein, nein, ich bin Ihnen jetzt wirklich eine Erklärung schuldig. Nein, nein. Wissen Sie, ich bin nämlich umstellt von Lemuren. Kenn ich nicht. Ja, ja, ich ziehe aus von hier. Oh, das ist interessant. Vielleicht kann ich Ihnen dabei behilflich sein. Was ist es? Der ist geerbt von einem Onkel. Das heißt, der lebt noch, der hat es nur überschrieben. Vernünftiger Onkel. Na, er hat noch seine Mucke. Wissen Sie, Sie werden ja wahrscheinlich noch kennenlernen. Meine Frage ist eine. Ach, Herr Doktor Hoffmann. Was du ererbt von deinen Onkeln hast, erwirft es, um es zu besitzen. Der Bär scheut sich das meiste andere auf, aber Ruhe, 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 göttliche Ruhe. Bitte tun, dass wir zu Hause werden. Ja? Reiz. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich mich da revanchieren soll. Das ist nicht der Komfort wie im Hotel, ich meine Personalmangel etc. pp. Natürlich nicht, aber Ruhe, Ruhe, Ruhe ist. Und das ist ja das, was Sie eigentlich wollten. Ja? Ein schau, schau, Schwester. Die Kinder, das hier ist Herr Dr. Hall. Ich freue mich herzlich, Sie kennenzulernen. Ich freue mich herzlich, Sie wiederzusehen. Wieso? Haben wir uns vielleicht in Christiania kennengelernt? Meine Schwester ist nämlich erst heute Morgen von ihrem Landgut zurückgekommen. Sie war dort einige Zeit am Wochenende. Ah, ja. Haben Sie eine Schwester, gnädiges Frau? Nein. Also eine unfassbare Ähnlichkeit. Dass ich hätte schwören können, ich habe sie gestern schon gesehen. Liebste Titin, sage ich nett zum Dr. Hall. Man hat ihm in unserem Nest sehr übel mitgespielt und ich habe ihn eingeladen, um sich bei uns ein paar Tage auszuruhen. Ist das ein Geheimnis? Oder darf man fragen, wieso Ihnen so übel mitgespielt wurde? Gott, Geheimnis ist es eigentlich keines, aber... Aber es liebe das eins, meint Sie, Dr. Hall. Sehr danke für Ihr Verständnis. Ihr habt nämlich heute im Laufe des Tages Zusammenstöße mit Leuten gehabt, die ich nur für verrückt erklären kann. Ja, also besonders auf einen hatte Dr. eine furchtbare Wut. Einmal in den besten Jahren, in Traungeber, Backenbart, mit unsympathischem Organ. Sie müssen nämlich wissen, gnädige Fräulein, ich bin der friedlichste Mensch der Welt, aber wenn ich den Kerl noch mal wiedersehe, egal wo, denn... Sie? Na, ich weiß nicht, was ich mit dem tue. Sie werden ihn umbringen, nicht wahr? Bestimmt. Ich finde es großartig. Ich finde es großartig, sagte er. Liebste Titine, als Frau und als Schwester, muss ich dir sagen, das sind keine Witze, das sind Scherze. Bitte unterhalte Dr. Hall einen Moment, ich habe in der Küche zu tun. Hier ruht alles auf meinen Schultern, liebster Doktor, wir haben nur ein Personal. Haberkorn. Haberkorn, grüß dich Gott. Haberkorn, grüß dich Gott. Ich habe ihn erst da. Hören Sie mich nicht. Sehen Sie denn nicht, dass ich gerade einen Einfall habe? Hören Sie zu. Ich fühle mich einem König gleich. Die Hauptsache, Sie fühlen sich wohl, aber jetzt hören Sie auf mit dem Quatsch. Wir haben doch wirklich jetzt Wichtigeres zu tun, nicht wahr? Was gibt es Wichtigeres zu tun als die falsche Gräfin? Na, das Geld! Ja, ja. Ich lobe mich sonst nicht gern, aber ich muss in diesem Falle sagen, ich habe es geschafft. Dr. Hall ist da. Ist er da? Ja, ich bin für ihn Nachtredakteur, weil ich ja abends immer weg muss. Wacka, wacka. Und Barbara ist meine Schwester Titine. Was, Fräulein Lenz ist Titine? Titine, das gibt's ja nicht. Erstens gibt's das doch. Ich erinnere an die operette Walzerprinzessin. Und zweitens fiel mir im Moment nichts Besseres ein. Ah. Sie haben sich nämlich gestern schon gesehen und so. Ne? Unangenehm ist nur, er bringt sie um. Barbara? Sie. Nicht? Ja, sie großgeschrieben. Ja, ja, hat eine furchtbare Wut auf sie. Das ist wegen des Hotels da. Sie müssen sich da dann benommen haben, wissen Sie? Also wenn er sie trifft, alles in einmal aus. Kommen Sie, da gibt's nur einen. Ja, aber lieber kommen Freund, Sie, komm mal, hilf! Ja, 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 warum? Ja, komm schon. Sind Sie mir eigentlich böse, gnädiges Fräulein? Warum sollte ich Ihnen böse sein, Herr Doktor? Ich konnte doch wirklich nicht ahnen, dass ich Sie hier wiedersehen würde. Sie sprechen immer von einem Wiedersehen. Nein, nein. Also jetzt geben Sie schon zu. Ich habe natürlich längst gemerkt, dass Ihr Herr Bruder davon nichts wissen soll. Aber nicht wahr. Sie sind es doch gestern gewesen. Hm? Aber nein, wirklich nicht. Ich finde es so merkwürdig, dass Sie mich hier verwechseln. Ich finde es auch gar nicht schön von Ihnen, dass Sie mir meine Blumen zugeschickt haben. Blumen? Was für Blumen? Und die Schokolade. Essen Sie denn nicht gern Schokolade? Ich weiß wirklich nicht, wovon Sie sprechen. Wenn ich gewusst hätte, wen ich da vor mir habe, dann wäre ich vielleicht nicht so... Dann wären Sie also nicht so? Jetzt haben Sie sich verraten. Wieso denn? Ich wollte nur konstatieren. Dann wären Sie also nicht so hartnäckig gewesen? Finden Sie das so schmeichelhaft für mich?
Ja, Sie machen sich lustig, gnädiges Fräulein. Ich hab's ja auch redlich verdient. Ich kann nur wiederholen, ich wollte Sie wirklich nicht kränken. Sie meinen meine Doppelgängerin? Meine Doppelgängerin. Ja. Wollen wir also weiterspielen? Gern. Es steht 1-0. Für mich. Ganz recht, Sie sind am Spiel. Das hätten Sie nicht tun dürfen. Das nicht, meine Hansi, meine arme Frau, wenn die... Sieh aus wie ein Affe! Das wächst nach, das wächst alles, alles wieder nach. Meine Hansi, wenn das gibt dir den Rest. Die Hauptsache ist, Dr. Haller kennt ihn. Das glaubt man. Man kann mir jetzt mal wieder... Moment, man könnte ja jetzt mal ein halbes Schritt. So, eins, zwei. So, nein, sind Sie vergessen, ja? Oh. Kann man mal wieder vernünftig mit Ihnen sprechen? Natürlich, aber das ist ja fürchterlich. Aber hoffentlich lohnt es sich wenigstens. Wieso, zweifeln Sie an Hall? Zweifeln Sie etwa daran, dass Hall ein großer Spieler ist? Nein, also, ich bin ein Mensch, denn Hall ist ein großer Spieler. Er weiß natürlich, dass jeder gern hinter sein Geheimnis kommen möchte. Deswegen tut er so geheimnisvoll. Aber er ist ja nicht der Erste. Ich weiß ja, dass Fürst Woronzow anno 97 hat genauso getan in Monte. Also der ist gekommen, dann hat er gespielt, gewonnen, gegangen. Aber natürlich jedes Mal, wenn der gekommen ist, also die Spielbänke haben gezittert, hat ja immer gewonnen. Wir müssen mal ganz methodisch vorgehen. Also Moment nachdenken. Moment, das wird dabei schon herauskommen, wenn Sie nachdenken. Bitte? Moment. Augenblick. Setzen Sie mal hin. Was ist denn schon? Fragen Sie nicht, was ist, fragen Sie nicht, was ist, lassen Sie nicht machen. Hier regiert der Geist, ja? Setzen Sie hin, dann werden wir sehen. Los, setzen Sie hin. Dann wollen wir erstmal sehen, die ganze falsche Gräfin habe ich hier. Na? Dann wollen wir mal sehen, was am besten ist, damit man sich... Aber nein, Kekatopäche. Ja, damit erkennt sie jeden, so erkennt sie jeden. Da erkennt sie jeden, das ist Quatsch. Das ist das. Das kann auch aus mir. Ich habe Sie nicht gefragt, was wir aus Ihnen machen wollen. Nee, zu alt. Lächerlich. Aber sehen, was hier ist. Dann wollen wir mal sehen. Nee, nicht gut. Ich brauche keinen Spiegel, ich sehe Sie ja so, nicht, ja? So, nicht gut, nee. Haare selber haben Sie selber. Alles nichts. Wollen wir sehen, was... Aber wie kann... Ja, ich will nicht, das muss ich ja wissen. Großartig. Lachen Sie mal. Ja, mal nicht lachen. Mal hier rüber sehen. Mal langsam so rum. Großartig. Jetzt zeigen Sie mal, dass Sie ein Künstler sind. 100. Tut mir sehr leid, gnädiges Fräulein. Gewinnen Sie immer? Na, ich bemühe mich ein bisschen angewandte Mathematik, das ist alles. Revanche? Es tut mir aufrichtig leid, dass ich Sie so lange allein lassen musste, aber Sie verstehen, Hausherrnpflichten. Aber Ottokar macht mich eben darauf aufmerksam, die Tine, was so zeitlos ist, noch ein Stündchen zu Exzellenz von Knacke zu gehen. Ach, muss ich denn damit? Aber unbedingt auf jeden Fall. Na, das geht nicht. Du weißt, wie empfindlich die alte Exzellenz ist, nicht wahr? Also, wenn es dahin muss. Ja, was machen wir denn da mit unseren lieben Gast? Aber bitte, gnädiges Fräulein. Ich freue mich inzwischen auf Ihre Rückkehr. Aber nein, Ottokar steht Ihnen zur Verfügung. Er kann Ihnen Ihre Zimmer anweisen, kann Sie mit den Räumlichkeiten vertraut machen und er kann Ihnen vor allen Dingen Ihr Gepäck aus dem Hotel holen. Da rauft man sich 25 Jahre zusammen und soll es dann festlich feiern. Und da rennt der Herr Haberkorn bei Nacht und Nebel einfach auf und davon. Sowas tut man nicht, das macht man nicht. Schon wegen der Leute, das ist meine bescheidene Meinung. Ja, hast schon recht, Alice. Meinst du es ja gut, aber schau, der Herr hat's halt mit der Fantasie. Abscheißen, bitte. Fantasie? Ja, ich, wenn ich mit dem Gehirn verheiratet war. Ah, den würde ich haben leisten. Mein Lieber. Du bist aber nicht mit ihm verheiratet. Gott sei Dank. Das fällt mir gerade noch so gut. So, Therese? Ja, bitte. Moment mal. Du, der Herr ist sicher in der Villa draußen. Ich mag ihn nicht gern nachlaufen, weißt du? Aber ich meine halt, man soll doch nach ihm schauen. Du fährst jetzt noch heraus zu ihm und nimmst ihm was zu essen mit, gell? Schau, man kann ihn ja nicht verhungern lassen. So sind wir Frauen heute. Ausrichten soll ich nichts? Nein. Jetzt werde ich Ihnen Ihr Zimmer zeigen. Links bitte. Ja, können Sie mir Blumen besorgen? Jetzt? Mitten in der Nacht? Für morgen natürlich. Rosen, gell? Ja? Die schönsten, die da sind und alle, die Sie auftreiben können. Ja, das ist ja ganzes Vermögen. Ist das nicht ein bisschen leichtsinnig, dass Sie das da herumtragen? Ja, sehen Sie, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Das Geld ist mir ein bisschen leicht hier zugeflossen, wissen Sie? Stellen Sie dem gnädigen Fräulein alles aufs Zimmer. Da wird sich das gnädige Fräulein freuen. Und wenn er nun was merkt, dass wir es dem sagen. Die Wahrheit, was denn sonst? Er hat gestöhnt, wie sehr sich langweilt und wir haben als lauter Menschenhüter ein Stegreifspiel inszeniert. Ich bin der Regisseur, Haberkorn ist eine komische Figur, du bist die Liebhaberin.
Und wer ist denn den Papa? Heil, heil, natürlich, wer denn sonst? Ja. Das heißt nur, solange spiegelst, ne? Solange spiegelst. Ja, Auftritt, Lenz! Sie haben schon mal verpasst, aber nicht aus! Halt mal spiegeln. Ich kann sie doch nicht sehen. So, du halt den Spiegel. Ich kann sie erschlitten. Vorgeschlitten. Ja, schlittern, schlittern. Majestät, der Schlitten ist vorgeschlittert. Der Schlitten ist vorgeschlittert. Im Galopp, im Galopp, fährt das Schlitten durch die Nacht, bringt uns schnell in das Schloss für ein liebes Paradach. Ohne Rast und Aufenthalt geht es durch den Märchenwald und die Schellen läuten silbern und das Kutscherspeitsche knallt. Nur wir zwei, du und ich, sitzen Hand in Hand darin. Wie der Wind fahren wir durch die Winternacht dahin. Und im Bonusloch gedacht, hab ich dich ans Schloss gebracht. Im Galopp, fährt das Schlitten durch die Nacht. Mit dem Haus. Der ist hinter dir. Hört mich nicht an, ich schreie. Ernst doch nicht so, sie hysterischer Stäpsel, sie. Wer hat sie denn geschickt? Hat meine Frau sie geschickt, ja? Spionieren gibt's nicht. Sag da gleich. Doch, gnädige Herr. Jesus. Sie haben ja einen anderen Kopf. Sie schauen ja aus wie der Pudding. Ah, da muss ich gleich wieder weg von der Frau dazu. Sie müssen nur Ihre Pappen halten, sonst gar nichts. Und schauen, dass Sie in die Küche kommen, da reden wir dann weiter. Nein. Verwehrt sich, Stäpsel, sie so. Damit ich es auch richtig mache. Zuerst ein bisschen allgemeine Konversation. Ja, aber nicht so viel, damit nicht so viel Unsinn rauskommt. Nein, nicht so viel. Und dann allmählich auf Roulette und solche Sachen kommen. Ja, also, aber nur ganz allmählich. Ach, Werner, ich muss dir ehrlich sagen, das ist nichts für mich. Ja, weil du so eine gute Rolle überhaupt noch nicht gespielt hast. Na, was habe ich von hier auf der Bühne möchte ich sie spielen? Immer eins nach dem anderen, immer. Ich sage dir als Mensch und Regisseur, so kannst du keine Karriere machen. Benimm dich doch hier als Frau und als Schauspielerin. Ja. Und dann noch als Lieber, damit du keinen Quatsch machst. Lieber beim Essen, kein Wort über Spiel und Roulette, ja? Kein Wort. Ach, wenn das nur gut geht. Muss. Wenn das die Frau wüsste, dass der Herr hier den Handschuh spielt. Die Leute drum, die wären schon längst draußen. Das ist meine bescheidene Meinung. Ihre bescheidene Meinung interessiert mich nicht, Sie Stöpselsee. Die muss ja aber interessieren. Das ist ja direkt ungesund. Wenn der Herr den ganzen Abend hier in der Küche verbringt. Und die da drum, die tun nur rein, als ob das ganze Haus ihnen gehört. Aber ich weiß schon, was da gespielt wird. Die Fantasie hat sie wieder am Wickel, das Saublöde. Ach, was wissen Sie, was Fantasie ist? Das war ein gelungener Abend. Der Fuchs ist in der Falle. Verhandelte. Diese Barbara spielt ihre Rolle ausgezeichnet. Ja, das will ich das geht, sehen. Das geht nicht. Die haben sich bereits verabschiedet und sind rausgegangen. Oh. Haben Sie einen vernünftigen Schnaps? Ich kann das Gelabere nicht mehr vertragen. Schnaps. Na, was Besseres wie oben haben wir hier auch nicht. Sie scheinen sich ja wohl hier zu fühlen. Nein, im Gegenteil, ich fühle mich todunglücklich. Glaub sogar, ich bin dran. Wissen Sie kein Mittel dagegen? Doch. Schlafen Sie. Nein, Sie nehmen einen Fall zu leicht, ich fühle mich wirklich sterbenslebend. Bitte, überzeugen Sie. Sie haben Temperatur, mein Lieber. Und jetzt? Ich hoffe, Sie werden es überleben. Na, der schnelle Pulsschlag, das ist kein gefährliches Symptom. Sie geben keine Antwort und das kann ich auch sehr gut verstehen. Der Abend ist ja wirklich so zauberhaft schön. Wissen Sie, was ich jetzt möchte? Jetzt möchte ich mit Ihnen ganz allein auf der weiten Welt sein. Ich möchte Sie in meine Arme nehmen. Ist das der schnelle Pulsschlag? Haben Sie das schon öfters gehabt? Nein. Eigentlich zum ersten Mal. Sie täuschen sich nicht? Nein. Ist das etwas sehr Schlimmes? Das kommt drauf an. Oder? Auf Sie? Darf ich? Nicht so viel sprechen. Jetzt fühle ich mich schon wieder ganz wohl. Das freut mich aber. Dann wäre der Zweck meiner Visite wohl erreicht. Bitte bleiben Sie noch ein bisschen. Meine anderen Patienten? Welche anderen Patienten? Oh, ich denke, wir spielen Sanatorium. Ach so, nur auf die anderen Patienten bin ich natürlich sehr eifersüchtig. Sie? Glauben Sie mir?
Ich denke, eifersüchtig ist man nur, wenn man liebt. Wenn? Ein bisschen schnell, Herr Doktor. Gute Nacht. Gute Nacht. Sie bumst, kleiner dummer Stöpsel. Wenn Sie nicht sofort aufmachen, kündige ich zum Ersten. Ja, kann sie gar nicht. Angestellte, die ihren Brotgeber verpfeifen, sind überhaupt unkündbar. Sehr richtig. Ich lasse mich nicht verpfeifen. Mein Werk, mein schönes, wunderschönes Werk. Ihr Werk, Herr. Mein Werk, unser Werk. Kommt, was für eine Freude ist. Wenn ich sehe, wie alles so wunderzügig klappt. Eine tiefe Befriedigung. Wie bei den Weichen und wir werden alles haben. Ehre, Ruhm und Geld. Sei ruhig, Kind. Benna, Sie sind ein Mensch. Ich bin auch ein Mensch. Wir sind alle Menschen. Alle sind alle. Benna. Wir wollen Freunde sein. Ja, was wollen wir denn, Freunde? Wir wollen du sagen. Nein, das ist mir zu früh. Nein, ich möchte keine Vertraulichkeit. Vertraulichkeit möchte ich, das ist mir zu früh. Ich habe hier ein Amt als Mensch und Regisseur. Nein, das möchte ich nicht. Das ist mir noch zu früh. Ich schätze Sie sehr, Herr Gott. Ich schätze Sie sehr als Künstler und auch als Mensch. Doch. Das ist mir zu früh. Nee, viel später. Später vielleicht. Ja. Für Täter vielleicht. Sie sprechen immer als Mensch und Friseur zu mir. Ich brauche da jetzt einen Freund. Ja. Ich will jetzt jemand haben, zu dem ich du sage. Herr Harper, komm, lass uns mit dir raus. Ich habe auch was für Sie. Und der gnädigen Frau werde bestimmt nichts verraten. Na dann komm, wenn du mich nicht verrätst, mein Kind, dann komm zu mir. Das werde ich dir lieben. Du Stille. Du Fremde, du Hohe. Doch. Na, ist sie nicht niedlich, die Kleine? Hoffentlich knallt sie nicht so. Und ob die knallt. Aber da trinke ich mit bei dem Shampoos. Die hab ich gebraucht. Apropos, Frau, warum haben Sie mich eigentlich kommen lassen? Ja, das will ich Ihnen gern sagen. Also, das Theaterprojekt von meinem Mann ist Blödsinn, das steht fest. Aber da gibt's was anderes in Berlin oder München, vielleicht in beiden Städten. Ich habe was drüber gelesen. Etwas ganz Neumodisches. Sie nennen Brettel. Ah ja, das habe ich schon gehört. Sehen Sie, ja. Das wäre was für hier oben. Das hat Sinn, das ist. Hat das eine Nutzen vom anderen. Also wenn Sie sowas bauen können. Das ist ja eine göttliche Idee. Ja? Ich bin ja nur ein bescheidener Diener am Werk, aber der Gedanke ist ja wunderbar. Finden Sie? Ist das wirklich Ihr Ernst? Ja. Und wann soll ich anfangen zu bauen? Wann Sie wollen, gleich jetzt. Ja. Aber eins müssen Sie mir versprechen. Strengstes Stillschweigen gegen jedermann. Warum denn? Verstehen Sie mich? Ah, es soll eine Überraschung werden. Ja, Frau, mein Glück, dass ich Sie antreffe. Ich bin ja vollkommen erschöpft. Was ist denn? Das ist ja fürchterlich. Das ist ja nicht zum Aushalten. Ein Narrenhaus ist das da draußen. Ein Narrenhaus. Ach, yes. Also das, was ich Ihnen jetzt sage, das glaubt kein Mensch. Völlig nackt im Gesicht, ohne Haare. Damit fängt an. Man kann den Männern nie so ganz vertrauen, man kann die Männer nie so ganz beschauen, weil es keinen gibt, der wirklich frei sein kann. Aber er brummt mein Schädel und das Schlimmste ist, sie ist fort. Wer? Therese. Ja, da wird sie Milch holen gegangen sein. Milch holen, du Blödling, du. Haben wir eigentlich du gesagt? Ja, richtig. Ja. Nein, ist ja auch ganz egal. Jetzt rennt ihr hin zu meiner Frau und was dann geschieht, das werden wir ja sehen. Die kommt, die schmeißt euch alle raus, da gibt's nur eins. Dr. Heil muss heute noch in den Spielsaal. Bemerken Sie das offene Fenster, Haberkorn? Scheint noch mal lauter, damit jeder hört, damit er weiß, was er mit dem vorhaben. Scheint Sie doch noch lauter. Aber wer schläft denn so lange wie Sie? Die beiden sind ja längst unten, haben schon gefrühstückt, muss ich auch noch selber machen. Und jetzt spielen Sie unten, wie die Kinder, aber leider nicht Roulette. Nicht so hastig, immer schön ruhig. Ja, es ist immer leicht, ruhig zu bleiben. Das muss man mit Fingerspitzengefühl machen. Fingerspitzengefühl haben? Gar unerhört. Hallo, hallo! Was ist? Verzeihung. Grüß Gott, Bitte. Guten Morgen, Brüderchen. Guten Morgen, mein Lieber, guten Morgen. Gut geschlafen? Wenn der erste Traum in einem fremden Haus in Erfüllung geht,
bin zufrieden. Ich finde mal, was ganz Neues. Ich habe alles bestens vorbereitet. Unser Gast soll sich wohlfühlen. Ich sage nicht, dass hopp, hopp und aufgesessen. Linksrum geht ins Dienstertal, rechtsrum geht wieder zurück. Wir sollen dem fahren. Da rechtsrum, zurück natürlich. Wir sind doch jetzt schon 5 Stunden unterwegs, man muss doch blendet sein, nicht wahr? Ach, Brüderchen, lass uns doch noch ein bisschen weiterfahren. Es ist doch so schön. Ja, du gut, fahren wir weiter. Bei mir ist alles recht. So ist denn. Fahren wir weiter. Hier bin ich, mein Herzog. Zeig dich. Nein. Was habe ich gesagt? Nackert. Halt den Mund. Wo hast du deinen Bart? Sofort lässt du dir den Bart wieder wachsen. Bitte. Du nacktes Ungeheuer. Schämst du dich nicht? Was sind das für Rosen? Ich möchte sofort wissen, für wen diese Rosen sind. Was ist hier überhaupt los? Was macht ihr? Was treibt ihr? Sprich! Sagen Sie mal, was machen die eigentlich da, lieber Mann? Nee, das wird doch nie was! Da müssen wir die Dings da nachsehen, die Kerze, Zimtkerze nachsehen. Haben Sie Benzin im Kühler oder im Kasten hier? Nur drücken Sie nicht immer auf denselben Knopf, sonst alle mal rauskommen. Also, ich kann nichts finden. Er ist halt kaputt. Da kann man halt nichts machen. Da muss man was machen. Das ist ein inner beläffiger 27 Kilometer. Lieber Freund, Ihre Ruhe ist mir widerwärtig. Verstehen Sie? Verstehen Sie? Die ist mir widerwärtig, Ihre Ruhe. Schränken Sie sich mal ein bisschen an. Die Sache eilt mehr, als Sie sich vorstellen können. Das glauben Sie mir. Eilt mehr. Ja, was wird denn noch? Ja, also Benzin hat er genug. Zimtkerzen sind eine Einordnung. Lieber Freund, machen Sie was. Mir läuft der Anschweiß rund um die Galle über. Machen Sie was. Ich komme zu spät ins Theater. Ich komme auch zu spät. Machen Sie was. Machen Sie was. Na also, na also. Geht doch, ja? Wissen Sie, ich habe mich nämlich in dem Kurbetrieb nie recht wohl gefühlt. Ich habe die Leute aufdringlich und hohl und verloren. Und dann sind im letzten Moment Sie erschienen. Und dann? Und dann glaube ich, dass man in den Augen eines Menschen besser lesen kann als im dicksten Buch. Und was hat... Dass ein Mensch, der ehrliche Augen hat, auch wirklich ehrlich ist. Und das ist etwas sehr Schönes. Ich könnte Sie zum Beispiel jetzt etwas fragen. Und da könnte Ihr Mund Nein sagen. Und Ihre Augen ja. Hallo, hallo! Alles im besten Ordnung. Oder um ein Zitat aus der Operette im Kurtheater zu gebrauchen, Majestät, der Schlitten ist vorfahren. Ach, das ist ja hübsch zitiert. Haben Sie die Operette schon gesehen? Doch. Schade. Ich hätte mich nämlich gern für Ihre freundliche Einladung revanchiert und Sie heute Abend ins Theater gebeten. Aber wenn Sie dieses traurige klassische Kunstwerk schon gesehen haben, also zweimal will ich Ihnen nicht zumuten. Sie dürfen nicht so hart urteilen. Nein, es ist eine kleine Bühne und die haben aber auch kleine Möglichkeiten. Ja? Die haben bestimmt in der Kosten Mühe gescheut. Ja? Die haben Kosten und Mühe gescheut. Na ja, es geht ja alles vorüber. Ja, ja. Lieber Doktor, ich wäre sehr gerne mit Ihnen ins Theater gegangen, zu Professor Metzmacher machen. Nicht wahr, liebe Titine, wirst du aufgeladen? Ja. Ach, das tut mir aber leid. Uns, lieber Doktor, uns. Aber wissen Sie, Prinzipienreiterei ist eine Sache für Spießbürger. Sind Sie ja Spießbürger? Nein. Ja? Also passen Sie auf. Professor Metzmacher wollte immer schon mal gerne ins Casino gehen. Treffen wir uns doch heute Abend. Jetzt sind wir doch alle drei beisammen, nicht wahr? Aber Brüderchen, du weißt doch, dass Dr. Heil das Casino nicht liebt. Liebe Titine, man muss sich überwinden. Nicht wahr, lieber Doktor? Können Sie sich überwinden? Ich glaube schon, wenn ich Ihnen damit eine Freude machen kann. Werde also Ihnen zuliebe gern von der Partie sein. Hohe Frau, hoher Herr, der Wagen wartet. Und ist das wirklich alles? Ja. Findest du das gar so dumm? Nein, nicht einmal. Diesmal ausnahmsweise nicht. Es kommt mir sogar
sehr entgegen. Wie heißt du? Na, Josef Haberkorn. Nein, ich meine als das... Ach so, Ottokar. Ottokar? Ein sehr fescher Name. Gehen Sie öffnen, Ottokar. Was ist denn eigentlich hier? Das haben wir bereits wieder dreimal geläutet. Sehr beschäftigt. Das ist hier immer dieselbe Kalamität, ja? Ein lieber Besuch ist da. Mein lieber Neffe? Meine liebe Nichte, Tante, der liebe Bräutigam? Natürlich nicht Bräutigam, sondern Gast, quasi Gast, wie wir alle hier, wie alles, was hier kreucht und fleucht. Bleibst du längere Zeit? Oder hast du die Rückfahrkarte bereits in der Tasche? Aber du weißt doch, Tante, dass wir uns wirklich freuen. Das sind doch alles nur Scherze. Ja, ich weiß, mein Kinder, ich weiß. Ja, na, über diese ganzen Angelegenheiten sprechen wir noch. Jetzt möchte ich mich ein bisschen restaurieren und dann gehen wir zu Tisch. Sonderbar, dass mir der Name Barbara mal besser gefallen hat. Sonderbar. Nein. Ja, wir müssen auch vorübergehen und euch hinter diesen Mann, respektive Dr. Hall, los und wir haben das ja brauchen. Ich habe nach Möglichkeit getan, was ihr von mir verlangt habt. Aber jetzt hasse ich die Rolle, die ich hier spielen muss. Weil ich ein schlechtes Gewissen habe. Er ist offen und nett und fühlt sich so wohl hier, weil er glaubt, dass wir es ehrlich mit ihm meinen. Und wir, jedes Wort, was wir sagen, ist gelogen. Du kannst uns doch jetzt nicht im Stich lassen. Oh, warum nicht? Aber das sagst du als Frau und Kollegin? Weißt du denn nicht, was auf dem Spiel steht? Verliebt. Ja? Aber schauen Sie, Kinder, ich möchte Sie doch nur vor falschen Perspektiven bewahren. Glauben Sie mir, ich bin eine Frau, die mit beiden Füßen fest auf dem Boden steht. Wenn ich diesen Firlefanz da von euch mitmache, warum tue ich es denn? Weil ich mir als Geschäftsfrau sage, es hat einen Nutzen. Dieser Herr Hall wird ja gar nicht geschädigt. Sagen Sie, wie stellen Sie sich eine Ehe mit einem Spieler vor? Hm? Er spielt und Sie stoppen Strümpfe, ja? Ja, aber ich weiß nicht. Wie bitte? Ich kenne das Leben länger als Sie. Sehen Sie sich ihn doch nur einmal an, wenn das Fieber ihn befällt. Hohle Augen, zitternde Hände, Gier in allen Zügen. Wissen Sie, was das End vom Lied ist? Er verspielt Sie. Nein, das glaube ich nicht. Herr Hall wird nicht anders sein als alle anderen Spieler. Na, wir werden Sie heute Abend im Casino sehen. Und wenn Sie auf meinen Rat hören, schlagen Sie sich diese Liebe aus dem Kopf. Es ist bestimmt das Beste für Sie. Liebe Frau, mir fehlen die Worte. Dank, Kompliment und Anerkennung. Es ist ja alles so wahr. Barbara, mein Kind, wenn du klug bist, dann beherzige die Worte der gnädigen Frau Haberkorn. Ich danke Ihnen. Ich werde mir die Gewissheit verschaffen. Heute Abend in Kasin. Ah, lieber Doktor! Wir haben eben so viel von Ihnen gesprochen, es müssen Ihnen direkt die Ohren geklungen haben. Ja, aber jetzt, meine Herrschaften, gehen wir zu Tisch. Ja, ich muss sehr um Vergebung bitten. Ich habe heute einen merkwürdigen Tag. Das Magnetofluid arbeitet wieder. Ah, das was? Ich weiß, es wird Ihnen merkwürdig vorkommen. Sie kennen doch meinen Widerwillen gegen Spiel und Spielsaal. Und gerade heute, wo Sie mich ins Casino gebeten haben, da überfällt es mich. Oh. Casanova nannte diesen sechsten Sinn Magnetofluid. Wissen Sie, das ist nicht zu beschreiben. Das ist nicht zu beschreiben, da handelt man wie im Äther. Ich muss heute spielen. Ich muss heute spielen, ob ich will oder nicht. Naja.
Also das habe ich nicht gewollt. Ich bitte Sie, ich bestürze Sie als Mensch und Regisseur. Ja? Bitte bleiben Sie zu Hause, spielen Sie nicht links. Schlafen morgen früh sieht die Welt ganz anders aus, lieber Doktor. Das kann ja kein Mensch verantworten. Magnetofluid. Na, gehen wir essen. Das nehmen wir jetzt und schauen Sie drauf. Und immer schön von links servieren, gell? Ach so, aber das wissen Sie auch von früher. Sehr grauslicher, sehr grauslicher. Was fällt Ihnen denn ein? Ja, Sie haben mir einen Anzug reingestopft, der Ihnen nicht zukommt. Also, muss ich mit Ihnen reden? So wird Sie ausschauen, ne? Also machen Sie das weiter. Ja, Sie, Stöpsel, Sie. Und nicht die Damen in die Suppendolle reinstecken, gell? Verzeihung, gnädiger Herr, darf ich daran erinnern, es ist Sie, mein Halt. Was ist? Euer Rochte ist... Ei, verflucht, um mal die Dinge. Das habe ich ganz vergessen. Professor Netzmacher wartet mit dem Essen auf uns. Oh, das ist aber schade. Ah. Und da gibt's immer so wenig. Wirklich. Also, Tanten, sei uns nicht böse. Nichte, Neffe, wir sehen uns nachher im Casino. Bis später, Doktor. Viel Vergnügen, Kinder. Auch ich muss es runter, wenn sich die Wenn sich... Ich brauche die Arbeit. Nee, Frau. Sie sind Spielkasse. Das hat mir noch gefehlt. Ja. Stellen Sie das hin, Otto Graf. Bitte. Na, haben Sie? Ist das nicht schön, wenn wir wieder allein sind? Nicht wahr? Wenn du es nur einsiehst. Na, erst. Also pass auf. Ja? Wir wollen jetzt schnell essen. Ja? Ziehst du deinen schwarzen Gehrock an, wir gehen ins Casino und du spielst meinen Finanzminister. Majestät, Finanzminister, riesig gern. Aber darf ich dich erinnern, dass ich total stier bin? Ich habe gar kein Geld. Ich weiß, aber du brauchst ja gar nicht zu spielen. Spielen tu ich, ja? Ihre Majestät. Du bist Minister mit meinem Portefeuille und stehst ganz bescheiden hinter mir. Ist recht gut? Aber ja, wie ist ja alles recht, der ist. Raufkommen, servieren, aber von links. Und den Daumen nicht in die Suppe stecken. Klappt alles großartig. Ich wette mit dir, der Junge sitzt jetzt schon im Casino und spielt. Nein, das glaube ich nicht. Wenn ich es dir sage. Ist hier alles in Ordnung? Hm? Ja. Du bist alles aus. Wer ist hier? Was? Hi? Ja, dann. Lass mich sehen, Max. Nein, da trete ich nicht auf. Meine kleine Rolle, diesen einen kleinen dummen Satz, nein. Dann bist du bestraft. Disziplin ist alles, nicht wahr? Sei froh, dass deine Rolle so klein ist, sonst würde dich am Ende noch erkennen. Raus, sprich Gott, los, raus. Wer der Schlitten durch die Nacht trägt und schnell in das Schloss für ein Liebespaar dacht, ohne Rast und Aufenthalt geht es durch den Märchenwald und die Schellen läuten silbern und das Kutschen falsche knallt. Nur wir zwei, du und ich, sitzen Hand in Hand darin. Wie der Wind fahren wir durch die Winternacht dahin. Und bevor du's noch gedacht, hab ich dich aufs Schloss gebracht. Im Galopp, im Galopp, Pferde schlitten durch die Nacht. Ich meine, das war noch nicht da. Das war eine ganz grobe, Disziplinlosigkeit, gell? Kindchen, Liebchen, sei doch nicht so böse. Ich musste doch was machen, wenn du doch...
Wegen Dr. Hall bist du mir aus dem Theater aus, lieber mein Täubchen, das glaube mir. Ich meine, was sollen wir jetzt tun? Was soll jetzt geschehen? Der hat dich am Ende noch erkannt. Jetzt gibst du eins, eisern, Ruhe bewahren. Und wenn er das sagt, das Gegenteil behaupten. Und dann auf ins Casino, zieh dich aus. Um. Nichts mehr bitte. 35, 17, Wachzahl, Belmont. Lassen Sie das. Ein kleiner Aberglaube. Ich fasse Sie. Bitte. Aufladen. Aber volles Verständnis. Ja, schön genug, Hansi. Jetzt komm schon, komm. Distance, Osoka, ja? Darf ich bitten? Gott sei Dank, dass ihr da seid. Sehr schön. Dr. Hall ist noch nicht da? Nein. Sehr gut, dass wir vorhin da sind. Gerettet, wieso? Ist etwas geschehen? Wäre beinahe alles schiefgegangen. Der Mensch war bei uns im Theater. Der war im Theater? Ja, ja. Da weiß er ja alles. Warum haben Sie denn hineingelassen, Sie Nachtwächter? Herr Haberkorn, haben Sie eben Nachtwächter gesagt? Ja. Moment, haben Sie eben Nachtwächter gesagt, Herr Haberkorn? Das kommt Ihnen nicht zu. Wenn ich ein Nachtwächter bin, dann sind Sie ein Nachtwächter. Bitte. Streitet euch nicht auch noch. Wir haben schon Sorge um Sie gehabt. Denn auch so, dass diese Atmosphäre erregend auf Ihr Gemüt wirkt? Das geht allen so lieben Menschen so, liebe Tante. Ja. Es ist soweit. Spür's. Magnetophil. Er spürt's. Also doch. Sehen Sie? Hab's Ihnen ja gesagt? Ja, nein. Schon nichts mehr, bitte. Nein. Zero. Nichts auf der Das gibt's doch nicht. So nehmen Sie sich doch zusammen zum Palast, Mama. So, ein bisschen im Ausdruck vergriffen. Ihr Einsätze, die. Ja, bitte. So, Zubehör. Man muss Vertrauen haben, mein Lieber. Unbändiges Vertrauen. Dann 17. Was setzen wir Ihren Anfänger? Also, was vor die Augen. So was? Jetzt noch zwei Mann und dann ist Schluss. Da kommt ja nichts heraus bei der Geschichte. Sehr richtig. So spielt man ja nicht, wie Sie spielen. Sie können ja gar nichts. Gefällt es Ihnen nicht, Otto Karl? Ja. 33. Er hat ganz recht. Sie sind eine große Enttäuschung für uns alle. Jawohl. Die Bank ist sicher anderer Ansicht. Die Bank interessiert uns überhaupt nicht. Hier gibt es noch höhere Werte. Hier wird ein Vertrauen getäuscht. Wir alle haben unser vollstes Vertrauen in Dr. Hall gesetzt. Aber was hier jetzt gespielt wird, das ist Leichtsinn, das ist Leidenschaft und das ist Wahnsinn. Mir gefallen auch diese Ansicht. Ich finde das alles so ekelhaft. Aber Sie können doch jetzt nicht aufhören. Sie müssen doch weiterspielen. Bleiben Sie doch da, es wird schon wieder anders. Das genügt doch nicht. Mir genügt. Kämmer. Sie brauchen gar nicht wegzulaufen. Franditin. Fräulein Barbara. Wenn das einer hier tun müsste, dann bin wohl ich es. Ich habe mir lange darüber den Kopf zerbrochen, warum Sie mir diese Komödie vorgespielt haben. Jetzt weiß ich sie. Nicht wahr, Herr Wenner? Sie kommen gerade zum richtigen Zeitpunkt, sozusagen genau das Stichwort. Ich verstehe zwar Ihre Sticheleien nicht und ich weiß nicht, was das alles soll. Na, Sie werden gleich verstehen, was das soll. Ich habe Sie nämlich als Regisseur sehr unterschätzt. Ja. Im Leben haben Sie doch ausgezeichnet, ja, aber das will ich mal auf der Bühne versuchen. Und der Herr Haberkorn... Auch Sie haben Ihr Bestes gegeben. Ja. Wissen Sie, ich würde mir nur einen Bart wieder wachsen lassen. So schaffe ich. Bart. Was ist denn mit dem Magnetophil? Ja, einen Moment noch, meine Herren. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ich muss Ihnen nämlich allen noch herzlich danken. Ich habe nämlich geglaubt, dass Gesichter nicht lügen. Dass ein Mensch, der aufrichtige Augen hat, auch wirklich aufrichtig ist. Und Sie haben mich in allerdings liebenswürdigster Weise vom Gegenteil überzeugt. So. Und jetzt wünsche ich einen recht guten Abend. Guten Abend. Herr Doktor. Herr Dr. Hall, Sie müssen mich anhören. Liebes, gnädiges Fräulein, ich glaube, Sie jetzt endgültig davon überzeugt zu haben, dass ich weder mit diesem Spiel noch mit dem Spiel etwas zu tun habe. Sie sind eine Schauspielerin, Sie werden Ihre Karriere machen, ich wünsche Ihnen einen Eindruck. Aber mich bitte lassen Sie aus dem Spiel. Oh, Kinder, Sie werden doch nicht weinen. Gehen's her. Bitte Sie. Sie weinen. Warum weint sie? Und es ist auch zum Weinen. Bitte.
Seit 25 Jahren sitze ich Schulter an über. Wie schön die Zeit vergeht. Seit 25 Jahren macht er sich unnütz, schreibt, war jemals etwas für mich dabei? Du stilfremde Hoheit. Na lassen wir das, schon gut, schon gut. Da Fantasie, hier die Wirklichkeit. Es soll mir kein Mensch vorwerfen, dass ich nicht auch einen Sinn für das Höhere habe. Also als Mensch und Regisseur, weil bitte, ich bei der... Bitte, bitte. Ja. Meine Herrschaften, ich sage nur ein Wort. Habubü. Haben Sie eben Habubü gesagt? Ja, ich habe Habubü gesagt. Was ist denn bitte Habubü? Haberkorns bunte Bühne, finanziert von mir. Haberkorns bunte Bühne. Ich bin der König des Kankans, berühmt durch meine Eleganz. Denn wie ich gekleidet bin, wie Pfand auch immer sei, es ist letzter Schreit, man sagt von mir, ich bin der Mann, die jede Frau verführen kann. Mit meinem Lächeln, meinem Blick habe ich bei allen Glück und keine Frau, die mich gesehen, die konnte widerstehen. Man hat es zwar probiert und man hat mich kopiert, aber niemals konnte einer mich schaffen. Ja, man sagt, er ist der Mann, der jede schöne Frau verführen kann. Mich freut's, wenn das gelingt, denn ich hab unbedingt eine Schwäche für das schwächere Geschlecht. Jeder Mann sieht auf mich hin, denn wie ich gekleidet bin, rückt auf immer sei, es letzter Schreit, man hat von mir, ich bin der Mann, der jede Frau verführen kann. Ob in Paris, in Berlin, Budapest oder Wien, jedes Land, jedes Land, jedes Land, jedes Land, als der König des Kampfers, als der König des geht es nicht weiter. Entschuldigen Sie, Fräulein, ich verstehe nichts vom Theater und von den ganzen Sachen da. Ja, aber von dem vielen Salzwasser geht ja das Zeug wieder runter, was Sie nicht aufgeschmiert haben. Na, so können Sie nicht spielen. Na, da muss was geschehen. Ja, es ist ein Josef Fritt. Hochverehrte Herren und Frauen, so blöd, so etwas. Ausverkauf, aber nein, ich bin so überrascht. Was du bist? Ja, was ist denn? Was hast denn? Wo bist denn? Na, da bin ich schon. Ach, da bist du? Ja, also Petra, ich schaff's nicht mehr allein. Da muss jemand anderer her. Wenn du hier Frau, dem Freund Barber, jetzt nicht den Kopf zurechtet, na dann sieh ich schwarz. Ja, die kann er nicht auftreten. Ja, was ist denn? Ganz zu halt. Wegen dem Brief. Siehst du, das habe ich mir gleich gedacht, wo der Brief gekommen ist. Ach, diese Jugend, keine Erfahrung. Wenn die wüsste, wie leicht man die Mannsbilder um den Finger wickeln kann. Ja. Da muss was geschehen. Hochverehrte Herren und kommt nur her. Der Farbkorn. Ich bin der Josef Farbkorn. Kraft. Na? Ich kann Sie ja so gut verstehen. Sie haben es wirklich nicht leid. Aber glauben Sie mir, Sie haben gar keinen Grund zum Verzweifeln. Ich könnte mich selber. Ach, ich weiß nicht, was ich nicht könnte. Bitte. Ich habe den ersten Schritt getan. Ich habe ihn geliebt und auch alles erklärt. Ich habe mir gedacht, jetzt muss er doch sehen, dass ich es ehrlich mit ihm meine. Und ich habe mich so gefreut. Und jetzt das da. Soll ich den Brief mal lesen? Ja. Gnädiges Fräulein. Dr. Hall dankt verbindlich für die ihm zugedachte Eintrittskarte. Er sendet sie in der Anlage zurück, da es ihm an der Zeit für Lustbarkeiten dieses Genres gebricht. Schreiben will er fürs Bumstick. Was will er denn noch? Indessen ist er überzeugt, und dies aus eigener Erfahrung, dick unterstrichen, dass Sie, geehrtes Fräulein, auch diese Rolle ausgezeichnet spielen werden. Also sowas Geschwollenes habe ich mein Leben auch noch nicht gehört. Ich habe geglaubt, er hat mich trotz allem gern. Aber jetzt ist alles anders. Wenn er mich wirklich lieb hat, hätte er... Habe ich gehandelt. Gehandelt? Aber wie? Ich habe mir gesagt, und da habe ich kurz entschlossen, eine Agentin zu Dr. Hall geschickt.
Also bitte schon, glauben Sie ja nicht, dass ich freiwillig hergekommen bin. So, ich habe schon gedacht. Man soll nie was denken. Jede Frau hat mir hergeschickt. Wissen Sie, wie Sie sich benehmen? Das ist wirklich und wahrhaftig ein Skandal. Sagen Sie, liebes Fräulein, sind Sie denn eigentlich mit mir? Deutsch. Ach so, also dann nehmen Sie Platz. Geht, reden Sie nicht so geschwollen, machen Sie so ein Theater mit mir. Was machen Sie denn da? Sagen Sie mal, können Sie das nicht auch anders mal machen? Sie hocken da herum und tun nichts. Und das arme Fräulein Barbara, die sitzt in ihrer Garderobe und weint sich die Augen aus dem Kopf. Wegen ihrem Brief, ihrem Leben. Ah, weint? Na. Ja, der schaut aus wie der Herr Haberkorn. Sag's mal, wer ist denn das? Der König Heinrich der Achte. Sie weint? Ist der dreckig, der Heinrich. Sag's mal, was ist denn das für ein König? Sie spucken's denn nicht an. Der Schussfrauen umgebracht. Ah, das imponiert Ihnen, gell? Na, was Sie mit dem Fräulein Barbara machen? Das ist auch nicht viel besser. Kurz für ihn zu reden, doch, was ist denn passiert? Was ist denn passiert? Ihr redet ja schon die ganze Zeit davon. Wollen Sie das arme Fräulein Barbara wirklich umbringen? Nur die zerheult sich wegen Ihnen. Die ist ja ganz fertig. Ja. Müsste ich eigentlich zu ihr hin? Das ist ja mein Red. Schon die ganze Zeit. Jetzt, das machen wir so Schatz. Da. Na. Eine solche Wirtschaft, also da muss eine Frau her. Ja, da kommen. Da muss eine Frau her, komm. Ja. Hochverehrte Herren und Frauen, kommst du her, mich anzuschauen? Ich bin der Josef. Hochverehrte Herren und Frauen, hochverehrte Herren und Frauen, kommst du her, mich anzuschauen? Gut, jetzt kommt der verlobte Barbara. Zittern Sie nicht so, es geht ja alles großartig. Ihr bleibt uns mein Herz an. Das heißt, Sie müssen jetzt nicht raus, Sie müssen jetzt raus. Hochverehrte Herren und Frauen, nein, es kann eine Dame nicht, das ist kein Geschäft für mich. Also, hier muss man alles selber machen, sonst gibt es überhaupt nicht weiter. Das wollen Sie wirklich für mich. Hochverehrte Herren und Frauen, wir müssen du zueinander. Hochverehrte Herren und Frauen, ich bin der Josef Haber, der Schmarrn bin ich der Josef Haber. Sie sind nicht der Josef. Dann raus, gehen Sie an Ihren Platz. Er muss gleich da sein. Ich habe im Mittelgang einen Extratisch für ihn hinstellen lassen. Vielleicht wird doch noch alles gut. Ja. Geliebte Freunde, viel geliebte Gäste, wir nähern uns doch jetzt mit unserem Feste dem Höhepunkt, kurz vor dem Schluss. Und dieser Höhepunkt, der muss, das war uns allen klar, die Krönung sein. Und diese Krone, die ist eine Frau. Wie könnte es anders sein, der Schöpfung Krone. Jung und begabt, voll Charme und Pikanterie, an Haberkornens Firmament die Sonne. Ich sage nichts als Barbara Lenz. Text und Musik von Haberkorn, Josef. Am Flügel begleitet von Josef Haberkorn. Darum bist du schön in den Augen zu sehen.
mein Dichter. Dank Gott, dass du bist. Na, wie war's? Habe ich das nicht großartig gemacht? Harakorn, jetzt ist es soweit, wir wollen Rudes abhängen. Harakorn, alter Nachtwächter, sag du zu mir. Na, und wo bleib ich? Oh. Zaum, gnädiges Fräulein, darf ich Sie auf etwas aufmerksam machen? Bitte?